Also wegen mir können hier Reporter ohne Ende, die sollten dann zu den Personen gehen und sollten sich wirklich, vielleicht spielen sie dann Seelsorge. Vielleicht ist das ja auch gerade schon Seelsorge. Wenn man sich nur die Überschriften anschaut, dann geht es immer darum, dass irgendwelche Stellen versagt hätten. Im Rahmen der Katastrophe versuchen doch einige, ihre eigene Agenda publizieren. Wir sind einfach Helfer des Volkes. In 6 Monaten im Jahr ist das noch nicht vorbei. Wir sind im Ahrtal. Und wenn man sich hier umschaut, dann sieht man auch jetzt noch die schweren Folgen der Flutkatastrophe vor wenigen Wochen. 4 Tage lang sind wir jetzt hier, weil wir verstehen wollen, wie die Medien eigentlich von hier berichten. Und wenn man ehrlich ist, dann machen wir ziemlich genau das, was Medien immer wieder vorgeworfen wird. Wir kommen für ein paar Tage, wir packen die Kamera aus und dann gehen wir auch wieder. Aber wir wollen in dem Film eigentlich mal auf diejenigen schauen, die bleiben. Auf die Lokalreporter, die hier vor Ort sind und all jene, die neu dazugekommen sind. Wir wollen fragen, was kann und was muss Journalismus hier im Ahrtal jetzt eigentlich leisten? Hier in Dernau sind Menschen in der Flut gestorben. Viele Häuser wurden zerstört. Seit Wochen kamen aus diesem Ort fast nur schlechte Nachrichten. Aber die Menschen wollen hier weiterleben und brauchen Zuversicht. Sie krönen ihre neue Weinkönigin. Diese Bilder sind für die Menschen, aber auch für die Medien. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiterhin zeigt und nicht auf einmal in den Medien auf was ganz anderes umschwenkt. Dass man weiterhin zeigt, okay, den Leuten geht's vielleicht ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht alles gut. Genau, also hier sind hier Daniel Robbel ist Lokalreporter vom Anzeigenblatt Blick Aktuell. Er zeigt uns, was von Bad Neuenahr-Ahrweiler noch übrig geblieben ist. Auch jetzt noch ist die Flutkatastrophe sein beherrschendes Thema. Und wenn Sie da mal schauen, unter dem Feinkost, da, oh, so hoch stand das Wasser da. Robbel sieht seine Aufgabe darin, die Menschen über das zu informieren, was sie wirklich brauchen. Das heißt, wo bekommen die Leute in Bad Neuenahr was zu essen oder die Leute in Ahrweiler was zu trinken? Was Informationen weitergeben von THW, von Feuerwehr, von den Stadtverwaltungen. Die sagten, nimm dir unseren Kram, kopieren, copy-paste und ne, weiterverbreiten, umschreiben. Und dann hat es auch gebracht. Das war auch sehr wichtig online, weil online war das Einzige, was schnell wieder funktioniert hat. Über Blick Aktuell bekamen die Betroffenen wichtige Informationen. Das interessierte anfangs sogar Leser außerhalb der Region. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn die Flut vorbei ist, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht mehr bleiben. Das Interesse sinkt ja auch und das ist ja auch gerade das, was man bekämpfen muss als Journalist. Wir müssen ja das Tal im Fokus der Öffentlichkeit halten. Ne? Wir sind überrascht. Die Stadt sieht anders aus als auf den dramatischen Bildern der ersten Tage. Die Aufräumarbeiten sind weit fortgeschritten. Inzwischen gleicht das Ahrtal einer Baustelle. Jetzt sind Handwerker gefragt. Uns wird erzählt, die Zahl der Helfer nehme ab. Viele Anwohner haben die Region vorerst verlassen, einige für immer. Jetzt eröffnet hier die Bild ein Büro. Bildeingang um die Ecke. Die Reporter sollen sich um die Menschen und ihre Geschichten kümmern. So wirbt die Bild für ihr Flutbüro. Seit gestern hat unser Bild-Flutbüro in Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Türen geöffnet. Wir wollen die Flutopfer im Katastrophengebiet nicht vergessen und nicht alleine lassen, sondern ihnen zuhören und ihnen auch weiterhin mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite stehen. Die Bild hat eine praktische Aufgabe für sich entdeckt. Wir wollen verstehen, warum die Bild hierher kommt, dürfen die Reporter allerdings nicht begleiten. Aber vielleicht ist die Antwort ganz einfach. Beim Helfen treffen die Reporter auf emotionale Geschichten. Am Bild-Leser-Stammtisch auch. Nutzt Bild die Menschen und ihre Geschichten aus? Ein Bürger erzählt uns, dass die Berichterstattung der Bild ihm sehr nützlich war. Aufgrund des Textes meldeten sich Leser, um zu helfen. Bild hilft und prangert in Schlagzeilen das Versagen staatlicher Institutionen an. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Sie werden uns nie vergessen, aber Sie haben uns irgendwie vergessen. Ihn regt diese Berichterstattung auf. Christoph Amedik ist Lehrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
In einem Leserbrief an mehrere Zeitungen machte er seinem Ärger über das neue Bildbüro Luft. Wenn man sich nur die Überschriften anschaut, dann geht es immer darum, dass irgendwelche Stellen versagt hätten. Dann bedienen sie ja genau ein Narrativ, was im Moment die ganze Zeit von queren und rechten Kreisen bemüht wird. Ja, ganz genau. Und da muss ich sagen, dann ist vielleicht auch das privatwirtschaftliche Unternehmen Bild einfach nur daran interessiert, eine gewisse Klientel als Kernklientel zu halten. Diese Meinung ist nicht repräsentativ. Trotzdem haben wir die Bild gefragt, was sie dem entgegnet. Bild sagt und zeigt, was ist und hilft mit dem Flutbüro den Menschen vor Ort. Er ist nicht der Einzige, der sich um die Stimmungsmache sorgt. In einer Region voller Emotionen. Man muss mal gucken, wie groß das jetzt ist. Wir sind hier in einer nie dagewesenen Katastrophe. Für die hat niemand ein Patentrezept. Und alle wissen, dass es nicht optimal läuft, aber alle wissen, dass es irgendwie laufen muss. Und indem man immer wieder Sand ins Getriebe streut, hilft man eigentlich nicht diesem langen, langen Wiederaufbau, der hier notwendig ist. Wir sind am Wahlwochenende in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Bundestagswahl, diesmal im Zelt. Schlagen sich populistische Titel auch im Wahlergebnis nieder? Das Ahrtal ist traditionell eher konservativ geprägt. Mehrheitlich CDU-Wähler, aber auch die AfD hat ihr Klientel. Bei dieser Bundestagswahl verliert die CDU Stimmen. Die SPD und die Grünen legen zu. Wir treffen Michael Lang vom SWR. Er berichtet seit Jahren aus dem SWR-Regionalbüro im Ahrtal. Die Flut hat seine Berichterstattung schlagartig verändert. Seitdem erlebt er einen völlig neuen Umgang mit den Menschen der Region und mit ihren Gefühlen. Gerade in den ersten Wochen war das so, dass wir mindestens 50% der O-Töne nicht genommen haben, um die Menschen zu schützen. Man muss den Menschen auch einfach mal zugestehen, dass sie schimpfen, ja, in ihrer Situation, dass sie weinen, dass sie nicht verstehen. Ja, das muss man ihnen einfach mal zugestehen. Das ist aber dann noch nicht der Beginn des Interviews, sondern das ist einfach nur die Situation, in der sie sich befinden. Weltweit war das Ahrtal in den Schlagzeilen. Diese Aufmerksamkeit der Medien erzeugte auch politischen Druck. Das ist schon auch gut für die Menschen hier im Ahrtal. Und das wissen die Menschen hier auch zu nutzen. Und das ist denen auch wichtig, dass das passiert. Wenn das über andere Medien geht, über Boulevardmedien geht, dann, und das dann auch funktioniert, sozusagen, da gewisse Botschaften ankommen in Berlin oder in Mainz, dann ist das den Leuten hier, glaube ich, auch recht. Aber es gibt auch Medien, die die Situation durchaus in eigener Sache nutzen. Ja, auf dieser Berichterstattungswelle schwimmen viele mit und, sage ich mal, im Rahmen der Katastrophe versuchen doch einige, das ist auch mein Eindruck, ihre eigene Agenda publizieren. Auch die Kompaktmagazin GmbH eröffnet hier ein Büro. Der Verfassungsschutz stuft sie wegen Anhaltspunkten für eine Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung als Verdachtsfall ein. Das Essen und das Ganze drumherum, sehen Sie das auch als Aufgabe von Journalismus? Weil das ist ja letztendlich auch eine Hilfsleistung drumherum. Wir wollen nicht nur klug schreiben und das Elend der Menschen abfilmen, als ob es Tiere im Zoo wären, sondern wir wollen helfen. Also in dem Sinne sind wir bei Kompakt mehr als Journalisten. Und deswegen ja auch Kompaktwerk jetzt, ja, das ist einfach ein Hilfswerk, wo wir konkrete Hilfeleistungen über die Schreiberei rausmachen. Würden Sie sich dann auch als Aktivisten hier vor Ort bezeichnen, wenn Sie sagen, nicht nur Journalisten? Ja, Aktivist würde ich nicht sagen, das klingt da schon politisch. Wir sind einfach Helfer des Volkes. Im eigenen Telegram-Kanal feiert Kompakt das neue Büro. Wir finden es mit Hilfe des Fotos und treffen zufällig eine Frau, die sagt, sie sei die Vermieterin. Ja, es kam ein Helfertrupp aus der Oberpfalz, ein sehr netter junger Mann, der gesagt hat, sie haben Handwerker und sie suchen für diese Handwerker ein Büro. Genau, das ist ja hier dann ihr Zuhause, ne? Genau. Also ihr Büro. Ja, ja, also meine Immobilie, mein Eingang. Ja, also und da bin ich ganz erstaunt über dieses Foto.
Und das haben Sie jetzt gerade erst gesehen? Das habe ich jetzt gerade erst gesehen, natürlich. Mhm. Und Sie wollten dann unentgeltlich helfen und dafür, dass ich Ihnen ein bisschen ein Dach über den Kopf gebe. Helfen, arbeiten kann jeder, aber Politik hier dabei betreiben, da hatten wir schon mal welche hinten in der Schule. Ganz am Anfang dann, ja, da sind wir, die sind wir dann schnell losgeworden und die muss ich dann jetzt auch schnell loswerden. Wir hören uns in Bad Neuenahr-Ahrweiler um. Kennen die Menschen den Hintergrund des Magazins? Sie hat ja in der Region das Flutbüro des Kompaktmagazins jetzt eröffnet an diesem Wochenende. Wie finden Sie das? Habe ich noch nichts von gehört. Ja. Was ist denn Kompaktmagazin? Das ist ein Magazin, was auch vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall gelistet ist. Gut, das fände ich jetzt nicht gut. Also. Was man nicht kennt, ist auch schwer einzuordnen. Es ist also unklar, ob und wie die verschwörungstheoretischen Inhalte des Kompaktmagazins hier fruchten können. Helfen, zuhören, berichten über einen Ausnahmezustand. Auf unserer Reise im Ahrtal erleben wir, dass jeder Journalismus für sich anders definiert. Sollten Medien auch mit anpacken oder lieber nur berichten? Wir stellen uns diese Fragen immer wieder. Wir sind nochmal mit dem Lokalreporter Daniel Robbel verabredet. Er zeigt uns seine Reportagen. Die konstruktiven Geschichten, die Mut machen. Einer seiner erfolgreichsten Artikel diesen Monat hat den Titel »Das Ahrtal lacht auch in der Krise«. Die Zeiten sind schlecht, und da muss man auch drüber berichten. Aber es ist ja auch eine Aufgabe, dass man gerade das Positive raussucht. Ne? Ich denke, es trifft dann auch oder so viele Leute, die dann sagen, genauso muss es sein. Also auch das Leben hört nicht auf jetzt. Mhm. Ne? Und wir müssen auch mal lachen und wir sind ja auch immer Menschen. Ne? Mhm. Und gerade im Ahrtal brauchen Sie jetzt den Blick nach vorn. Wir wohnen nach wie vor in einem Paradies, vielleicht ein geschundenes Paradies im Moment. Aber hier wohnen wundervolle Menschen und mit denen sollten wir auch versuchen, dass wir gemeinsam und Hand in Hand das Ahrtal wieder aufbauen. Auch vom Winzerfest sollen positive Geschichten ausgehen. Hier hören wir uns ein letztes Mal um. Ich denke, die Aufgabe von Journalisten ist, zu zeigen und zu teilen, wie die Lage hier ist, dass es trotzdem ernst ist, das Thema, wie groß die Schäden sind, wie emotional die Stimmung ist. Also, dass weiter berichtet wird darüber, dass auch immer noch Helfer kommen, weil offensichtlich ist ja hier noch mehr als genug Arbeit. Ich denke, alle wünschen sich, dass die Unterstützung bleibt und dass alle wiederkommen und die Fortschritte sehen und weiter mit anpacken. Ich denke, das ist ganz wichtig. Eigentlich sollen wir Journalisten uns nicht einmischen, Distanz wahren. Aber hier im Ahrtal kommen wir mit diesem Grundsatz an unsere Grenzen und sind selber überrascht. Also ich war auch persönlich immer wieder emotional sehr berührt in der Zeit hier. Wir haben viele tragische Geschichten gehört, aber wir haben auch viel optimistische Menschen gesehen, die ihr Dorf wieder aufbauen. Und wir wurden tatsächlich immer wieder auch angesprochen, als wir mit der Kamera unterwegs waren, weil die Leute uns gesehen haben und ihre Geschichten teilen wollten. Und wir Journalisten und Journalistinnen, wir müssen jetzt mit diesen Geschichten sensibel umgehen und sie nicht ausnutzen. Die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, die sagen, es ist erstmal gut, dass viele Medien hier sind, um zuzuhören und Informationen zu überprüfen. Wir packen jetzt wieder unsere Koffer und fahren wieder, aber es ist gut, dass noch viele Medien hier bleiben. Habt ihr euch in den letzten Wochen denn noch über die Flutkatastrophe informiert und was würde euch eigentlich interessieren? Schreibt es uns in die Kommentare.